Wie könnte es dann funktionieren? Kann ich vielleicht mit der Maschinenpistole schneller nach unten sinken? Funktioniert das im Wasser? Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Das müsste ich eigentlich auch gleich hier ausprobieren können. Weil eigentlich sollte das ja... Sink ich da jetzt schneller oder nicht? Also ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ich komme da schneller runter. Wenn es nicht gerade Heilung ist, will ich es nicht. Kein Interesse. Oder kann ich die grünen Teile vielleicht hier reinlocken? Nee, die können nicht ins Wasser. Hm, auch Heilung. Sehr gut. Ah! Ah! So. Egal. Egal. Ich habe fast voll Lebenspunkte. Hä? Was? Ach nein, jetzt bin ich da reingefallen. Ah. Ich bin so ungeschickt. Ich bin so ungeschickt. Warum bin ich so ungeschickt? Ach, komm, obenrum ist doch schneller. So. Ist hier nach oben irgendwas im Gang? Nein. Wobei, das Quadrat, das rechteckige Teil da oben sieht schon verdächtig aus, aber nein, da ist nichts. So, dann schieß mich mal bitte einmal ab. Das, ja, das reicht nicht. Okay, also nochmal. Genau, und jetzt hier runter und... Ach, das funktioniert nicht. Wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Okay, dann geht's jetzt eben nach oben weiter. Erstens, war ich da schon? Nicht sicher, war ich hier schon? Achso, ja, hier ist die Passage, stimmt, der Passagenweg. Da will ich jetzt gerade noch nicht hin. Stattdessen will ich einfach mal nach oben in diesem Level. Schauen, was es da noch so gibt. Und mich heilen auf dem Weg dorthin. Oh, was ist das? Uah! Ist das nicht Swoon? Nein. Das wird reflektiert. Uah! Uah! Bist du tot? Haha. Bist du nicht Swoon? Nein, aber ein Mika. Das sind die kleinen Viechergegner. Ja. Eigentlich dahin. Kann ich mit dir sprechen? Nein. Okay. So. Aus dem Schienengewehr. Und. Wow! Die Ruhezone. Oh, hey. Hatten wir uns nicht vorher schon mal getroffen? Ja, im Emigadorf. Jemand hat Misery. Ah ne, jemand namens Misery hat mich genommen und hierher gebracht. Aber Mann, ich hasse Farmen, Landwirtschaft. Ich war gerade dabei rauszugehen, um fischen zu gehen. Möchtest du fischen? Magst du fischen? Naja, bis später. Okay, sie geht fischen. Oder er? Keine Ahnung. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Keine Ahnung. Kennen wir uns? Wohl nicht. Ist da unten irgendwas? Oha. Oha. Aber dann... Hier ist nichts, ne? Geht's irgendwie weiter? Ich glaube nicht. Ist hier irgendwas? Nein. Warum ist hier ein Geheimgang? Hm. Vielleicht um zu zeigen, dass man durch diese Blöcke manchmal durch kann. Vielleicht. Auch der redet nicht. Okay. Die sind alle so schweigsam hier. Und das Bett ist interessant. Da kann ich mich vielleicht irgendwann heilen. Wenn der Mika da aufwacht. Ich habe dir nicht erlaubt, mich anzugreifen. Aber du hast Erfahrung und die hätte ich gerne. So, oder Heilung. Oh, gut. Und da war ich nämlich auch. Gegen die Dicken will ich gerade nicht kämpfen.
Hast du irgendwas zu sagen? Hey, ich will widersprechen. Hat auch nichts zu sagen. Die Pflanzen kann ich auch nicht angucken. Ist ein Sprinkler, ne? Genau, der sehr schnell Wasser rausspuckt. Diese Sprinkler sind, ups. Hier ist es nicht erlaubt, mit Menschen zu sprechen, aber ich bin kein Mensch, ich bin ein Roboter. Mit mir darfst du sprechen, wenn du nicht mit Menschen sprechen darfst. Oh, das sind rote Blumen. Okay, erstmal nach da oben. Ah, eine Tür. Ein Gefängnis, Gefängnis Nummer 2. Lass mich raus. Was bist du, ein Killerroboter? Bist du hier, um uns zu töten? Nein! Doktor Dumm. Er soll es in Ruhe lassen. Kennst du Sakamoto? Ja! Die versteckt sich wohl irgendwo hier in der Plantage. Ah, dies muss das sein, zu Sakamoto. Es gab ja auch einige Menschen. Aber ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich wundere mich, ob sie rausgekommen sind. Okay, mit dir habe ich schon gesprochen. Mit wem habe ich denn von euch noch nicht gesprochen? Mit wem habe ich von euch noch nicht gesprochen? Mit dir? Sakamoto nehme ich eigentlich auch schon. Ne? Ich habe doch nur mit zwei von denen gesprochen, oder? Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Doch. Dann, was? Hm, haben wir denn rechts? Ah, da genau. Die Mimigas draußen im Feld werden angelogen. Der Doktor wird uns gegen die Roboter kämpfen lassen. Und ich möchte gerne da nach unten. Das sieht einfach nur so eindeutig aus, dass es hier durchgeht. Destination, das Ziel ist unbekannt. Möchte ich mich trotzdem teleportieren? Ja, das möchte ich. Ja, das möchte ich. Shelter. Ah, hier durch ist wohl der Kazuma entkommen. Da war der also festgehalten. Grasshound, genau. Der Sakamoto, wie heißt der? Kazuma, doch, Kazuma, genau. Und der Professor Booster kam hier auch raus. Die sind also wohl von hier aus ausgebrochen. Cool. Jetzt schließt sich auch dieser Kreis so ein bisschen. Hey, nein, er ist nach oben. Hä, was? Jetzt, okay. Ich war gar nicht hoch genug. Nein, ich will euch nicht töten. Ich will euch befreien. Immerhin konnte ich da gerade nochmal speichern. Wow! Und ich weiß immerhin jetzt auch, dass sich Sue hier irgendwo befindet. Die Frage ist nur, wo? Oh, ein Herzcontainer. Den hätte ich gerne. Sehr schön. Jetzt müsste ich 45 Leben haben. Gut. Und das sieht giftig aus. Yeah! Was? Was? Das sieht giftig aus, aber es passiert nichts. Hm. Ah, noch so ein dicker Hang. Na gut, erstmal die Kleinen hier töten und dann mit dem Feuerball. Ups, da habe ich getroffen. Egal. Ich habe genug Leben. So, doch. Ah, ich glaube, hier war ich schon. War ich da unten schon? Ja, ach, da hätte ich auch hochfliegen können, ja. Aber da gibt es einen Weg nach unten. Hier, ne? Ah. Hier kann man doch runter. Was ist das Passwort? Das Passwort ist... Passwort. Oder... Weißer Hase. Oder... Och, ich weiß es nicht. Schwertfisch. Ah, hier ist Gefängnis Nummer 1. Da ist doch Su. Hey, Su! Wie komme ich da rein? Nicht so. Gibt es einen Geheimgang? Sieht nicht so aus, ne? Wie komme ich da rein? Vielleicht über eine Tür oder so? Ah, ne, oben scheint auch ein Eingang zu sein. Mhm. Das klappt nämlich auch nicht.
aber vielleicht ist ja weiter oben nochmal ein Eingang. Schade, dass man die Türen auf der Karte nicht wirklich sieht. Ah, da ist doch gleich die nächste Tür. Ja, genau, da bin ich doch. Wunderbar. Das funktioniert doch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt? Nein, wie komme ich jetzt da durch? Mist. Kann ich da rechts rein? Nein, vielleicht da rein? Nein. Da rein? Nein, wie komme ich da rein? Ich muss doch hier irgendwie rein können. Ist vielleicht irgendwie ein Schalter oder so? Kann ich ihm das aufschießen? Nee, es scheint keinen durchgehenden Gang zu geben. Aber da ist auf jeden Fall zu. Und da rechts daneben, neben dem Krug, ist glaube ich der... Naja, keine Ahnung wie der heißt. Ein anderer Typ aus dem Dorf. Ein anderer Niger aus dem Dorf. Also das sind schon die Leute, die ich hier befreien will. Ich frage mich nur, wie ich da jetzt runterkomme. Oder ob es vielleicht irgendwo einen Schalter gibt, um die Gefängnistür zu öffnen. Wenn ja, habe ich ihn noch nicht gefunden, offensichtlich. Ich bin so ein bisschen skeptisch. Oh, was war das denn? Nächstes Mal geht's weiter beim Herzkanister, beim Lebenserweiterungsteil. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen.